Willkommen zu einem neuen Part von Super Smash Bros. Brawl, Part 12. Der letzte Part ist für mich jetzt ungefähr eine Woche her, und nee, Quatsch, zwei Wochen her. Deswegen könnte ich dementsprechend etwas eingeschränkt wirken, oder ich bin etwas beschränkt, sage ich mal so. Ja, denn ich, für euch macht das ja keinen Unterschied, denn das wird hier erst hochgeladen, wenn das Projekt fertig ist. Och du Kacke. Okay, wir müssen uns gar nicht um die Leute hier kümmern, denn wir können eigentlich direkt schon hoch. So, erstmal gucken. Ich glaube, wir müssen alles mitnehmen, damit es auch voll ist. Ich weiß nicht, ob ich am Ende... Och du Kacke, wie viel Prozent ich am Ende haben werde. Aber ich glaube schon so mit 70... ab 70 können wir schon rechnen. Wow. Ja, wie wir gerade gesehen haben, seht ihr, Eisgeimer ist jetzt auch von der Rolle dabei. Wundert mich eigentlich nicht, denn die haben auch schon... da die jetzt bei der Nintendo-Welt jetzt nicht so einen großen... eine Rolle gehabt haben will, würde ich schon sagen, dass die es sich verdient haben, schon hier etwa ein bisschen mitzuspielen. Denn Charaktere wie Toon Link, Pummeluff und Wolf sind nicht dabei. Ja, kaputt machen, damit wir auch ein paar Gegner hier kaputt machen. Gut. Knapp überlebt haben wir die ganze Sache hier mit Meta Knight. 204%, oh Gott, Schaden, das ist doch nicht so prickelnd. Ich darf solche Wörter nicht benutzen, die sind gefährlich für mich. Sind viel zu deutsch. Gut, ach, die schießen automatisch. Das ist natürlich sehr scheiße. Okay. Das Projekt ist momentan, ich weiß nicht, ich nehme glaube ich so in der Woche nehme ich ein Video auf. Ja, ungefähr. Bin ja, das war jetzt ein Flu-Vision. Ja, so lange, ja, nicht ein Video. Ich mache so pro Woche eine Aufnahmesession. Auf jeden Fall wird das nach den Ferien wird das auf jeden Fall hochgeladen. Ach genau, das weiß ich noch. Da war mein Freund bei mir zu Besuch, als ich ach, die Eisklammer, sie können auf dem Eis, glaube ich, gehen, nicht wahr? Ich habe Brot. Oh verdammt. Ach genau, ich habe ja, als Kind immer gedacht, als ich mit den Eisklammern, das war glaube ich noch Super Smash Bros. Melee Zeit. Habe ich gedacht, dass ich hier mit den Ice Climbers zwei Charaktere endlich mal hatte. Hatte ich aber nicht. Schade. Hab dann gedacht, ich hatte irgendwie Profi. Ich habe, glaube ich, damals, da war, als man auf schwer gespielt hatte, musste man ja gegen Meisterhand und Crazy Hand gleichzeitig spielen. Da habe ich immer gedacht, wen soll ich nehmen? Kirby? Ich hatte, glaube ich, mit Kirby die besten Chancen immer, weil ich mich schützen konnte. War aber viel zu schlecht dafür. Ich hatte, glaube ich, als ich das Spiel bekommen hatte, war ich 4 bis 3. Ja, da war ich noch ein kleiner Bub. Da habe ich immer gesagt, na, nehme ich die Eisklambers. Ich habe auch naiv gedacht, dass die irgendwie zwei spielbare sind. Ist immer, man ist aber nur der blaue. Sag ich mal so, man ist nur der farbige. Gut, da ist jetzt ein Scrolling-Level angesagt, verdammt. Hm. Scrolling war ja noch nie so ein Favorit von manchen. Kann ich verstehen, denn man hat ja keine Freiheit. Man könnte nicht zurückgehen. Ach, verdammt. Hallo, weg da. Gut, das Pokémon kenne ich sogar. War das nicht irgendwie Frost DJ war ein anderes? Wie hat man das mal genannt? Auf jeden Fall gab es das in dieser Eiswelt bei Pokémon. Perl. Scheiße. Ich glaube, oben gab es noch was. Nein, verdammt. Ja, bei Pokémon Perle und Diamant war das die in der 7. Arena. War das nicht so? Ich glaube schon. Und da gab es dieses eine komische Rätsel. Als das Spiel rauskam, war ich ungefähr... Na verdammt, bin ich wieder reingegangen. War ich auch noch in der Grundschule. 2007 war ich in der Grundschule. Vielleicht letztes Jahr. Vielleicht war ich da in der 6. Oder war ich da schon in der 5. Habe ich nur erinnert, dass ich das auch in der 5. Klasse auch gespielt habe. Mann, bin ich jung, ey. Auf jeden Fall, das Spiel will ich auf jeden Fall auch Let's Playen auf dem Emulator. Denn das war, glaube ich, mein lieblingstes Pokémon-Spiel. What the fuck? Was ist das? Licht! Mein Favoriten-Pokémon-Spiel ist Pokémon Mystery Dungeon. Aber wenn ihr jetzt davon ausgeht, jetzt mein Lieblings-Pokémon-Pokémon-Spiel... Was ist denn los? Pokémon-Spiel, was eigentlich normal Pokémon-teilig ist, also
Also Classic-Pokémon meine ich jetzt. Wie Gelb oder Edition. So. Dann würde ich sagen, das ist schon Smaragd. Denn ich habe schon mit meinem Freund über 100 Spielstunden gehabt, Smaragd. Pokémon Pell auch so, aber... Ja genau, Smaragd war so die Zeit vom Kindergarten. Oh, du, das ist etwas schwer. Ach, verdammt. Man könnte die natürlich auch kaputt machen. Mache ich auch jetzt. Ja. Habe ich zugehauen hier. Nein, 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 nein. Oh Gott, ich bin etwas schlecht. Ich bin etwas doch eingepeilt hier. Och, und Kapito. Was gibt's hier? Ich brauche meinen Bruder. Ich glaube, war das nicht die Schwester? Das sind alles, sind das Geschwister, also jetzt. Bruder, Schwester oder Bruder, Bruder. Oder vielleicht auch Schwester, Schwester, denn Geräusche wie Mädchen machen die ja. Vielleicht sind das ja junge Kerle. Hier, gar, oh, boah, hat er reingehauen hier. Ja, okay. Wer kommt noch? Ich hasse die, ey. Willst du mal weggehen? So. Okay, wohin jetzt? Achso, weiter nach oben. Also, gleich kommt hier noch ein Charakter und den mag ich von... Wenn ich von den drei ausgehe, würde ich sagen, Metanet ist schon mein Lieblings davon. Denn der nächste... Ich sag jetzt noch nicht, wer der nächste ist. Nein, nein, nein. Der ist etwas, sag ich mal, beschränkt. Denn der hat jetzt nicht so starke Attacken, wenn man die... Ich glaube, das ist so einer wie, da gibt es ja noch so einen Fall. Es war wie Mewtwo. Desto mehr Schaden, desto mehr... Schaden machst du auch dem einen anderen. Aha, okay. Okay, das ist, Snoot Bull, oder wie heißt der nochmal? Ja, irgendwas mit Bull, Bull, Bull. Snubbull? Ich weiß nicht, ich kann mich nicht. Auf jeden Fall. Ach genau, es wurde ja vor kurzem. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das für euch jetzt her ist, aber für mich nur ein paar Wochen. Wurde ja die neuen Spiele angekündigt. Doch verdammt. Und zwar für die neue Generation jetzt für Nintendo, also Wii U. Und zwar, die im Frühjahr rauskommt, das ist Mario Kart 8, Mario World und Super Smash Bros. U, oder wie es heißen wird. Aber uns interessiert sie noch nicht, uns interessiert sie, weil wir kein Mario Kart Let's Play haben. Das. Oh, mies gelaute Wolken mag ich nicht. Oh Gott, diese nach oben B-Attacke, die fällt voll bei mir. Na, ah, verdammt, ich kann die gar nicht so aktivieren, dass ich auch oben irgendwo lande. Ich brauche die Eisclimbers dafür. Wow, 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 wow. Die kommen ja auch immer wieder neu, die Wolken, ne? Wollt ihr mir das etwa erzählen? Nein, wollen die nicht. Gut, dann reden wir auch, weil wir auch sowas Smash Bros. Spielen. Über... Ach, wir sind an dem Gipfel angelangt. Scheiße. Muss ich meine Fresse halten. Genau, den meinte ich. Wir können uns jetzt aussuchen, wen wir haben wollen. Da wir Lucario noch nicht hatten, zeige ich euch den. Wir sind jetzt auf die Seite des Ungewissen, denn wir wissen noch nicht. Ich finde, ja genau, wir reden mal über die Charaktere, die uns vielleicht begegnen werden beim neuen Super Smash Bros. Und zwar könnte sein, dass viele Pokémons wieder da sind, aber ich habe schon, glaube ich, mal erwähnt, dass ich Pokémon schon genug eigentlich habe. Also deswegen würde ich sagen, Pummelo. Also welche Pokémon wäre unnötig? Da ich würde sagen, stellvertretend für Pokémon ist natürlich Pikachu. Deswegen würde ich den auch lassen. Mehr lassen. Ich würde sagen, Lucario ist etwas unnötig. Ich hätte ihn gern wieder durch Pikachu, durch Mewtwo eingetauscht. Man will's mich verarschen. Ja, wen dann noch? Pummeluff. Der ist schon seit dem ersten Teil dabei, würde ich. Würde ich eigentlich sagen, ist auch nicht wichtig. Der ist schon hier in der Story nicht wichtig. Also, was dann noch? Hm.
Aha, die Stage ist gemeistert. Da bin ich ja sehr froh. Ein weiteres Level machen wir noch. Und schon sind die Eisklammers weg. Schade. Werden die eigentlich noch wichtig sein? Weiß ich nicht. Geh zurück zur Karte, wird uns zeigen, was ist Feldschlucht. Sind wir wieder mit den Eisklammers da? Jetzt kommt auch langsam das Crossover mit allen Charakteren, die es überhaupt gibt. Gut, reden wir weiter über die Chance haben. Natürlich Pit wurde eigentlich schon angekündigt, aber ich würde sagen, stellvertretend für jedes Spiel kommt natürlich einer. Selbst von Emerald Crossing kommt jetzt einer. Ja, das ist auch natürlich klar gewesen. Ah, gut. Ja, Link kommt natürlich auch. Wie immer ist er natürlich der Erfolgsbringer von Nintendo mit Mario zusammen. Das ist auch gar keine Frage. Donkey Kong wird natürlich da sein. Diddy Kong, da stellt sich die Frage, ob der Kumpel von dem Hauptprotagonisten von den Donkey Kong-Reihen auch dabei ist. Wenn ja, würde ich noch die Frage stellen, Dixie Kong auch? Oder vielleicht auch Cranky Kong? Oder vielleicht auch der aus Donkey Kong Country 3, das Baby? Das wird mich, ja, das frage ich nicht. Gut, dann nochmal weiter. Was gibt's noch? Pokémon, habe ich mich auch gerade gefragt. Pummeluff ist vielleicht etwas zu hoch gestellt, weil, ja. Wer kann denn noch da als, oh, verdammt. Kann noch da in Frage gestellt werden? Vielleicht ein neues Pokémon? Ich weiß ja noch nicht, was gerade angekündigt wurde. Als, ach, scheiße. Das Pilzchen war ein Fehler. Vielleicht dann noch, ja gut, Pokémon. Der Pokémon-Trainer, wäre das so ein Fall? Das wird mich jetzt... Ach, scheiße. Ach, du Kacke. Okay, dann würde ich nochmal gucken, was gibt's denn noch? Ja, bei Donkey Kong wird klar Donkey Kong, Diddy Kong vielleicht auch, vielleicht wenn dann auch Dixie Kong. Oh Gott, vier fette Typen, ey. Ja, komm, ich bin jetzt genauso groß wie ihr, fast. Ja, gut. Und weg da. Und fertig. Zeitlupe. Wir reden gleich weiter, keine Sorge. Was, das war's schon? Natürlich, wer als nächstes dann Earthbound... Danach kurz, wartet, ihr müsst Geduld haben. Ach ja, genau, da wäre ja noch der Kandidat hier. Ich glaube, Snake war für Smash Bros. Brawl so ein Einzelfall. Denn Nintendo hatte gerade mal die Rechte. Ja. Ob der nochmal kommen wird, das. Naja, vielleicht. Aber naja. Du, sag du. Ah! Boah, ich dachte schon. Gut, dann Earthbound. Ness kommt auf jeden Fall wieder. War, glaube ich, schon in den Intros. Ich meinte Trailers. In den Trailern. Ey. Nein, weg, Bombe, weg, Bombe. Ich brauche ein Laserschwert, Boy. Genau. Ja, ob Lukas dabei wird, das würde ich schwer hoffen, denn ich mag Lukas über alles. Ich hab meine Freunde immer fertig gemacht mit dem. Mein Kumpel von mir hatte immer Ness genommen und ich hatte immer Lukas. Und dann habe ich mal, ich muss sagen, ganz knapp, also zur Verteidigung von meinem Freund.
Das sind die Dreier zusammen. Nur stellt sich jetzt die Frage von Nintendo, wie weit, also wie viel Charaktere mehr machen sie denn? Ich glaube, in dieser Serie hatte die N64-Version 10. Die GameCube-Version hatte dann circa, ich glaube, 24 waren das. Also geht es jetzt da lang? Ich glaube, das geht da lang. Ja. Und die Brawl-Version, also die Wii-Version, hatte dann damit auch über 30, glaube ich, waren das nicht 32. Und jetzt frage ich mich, wie viel dann sowas macht, was U-Macht. Machen die, gehen die über die 40, gehen die vielleicht auch über die 50? Das wird sich, glaube ich, erst nächsten Jahr herausstellen. Oder spätestens kurz vor dem Release natürlich. Aber ich würde mich das schon interessieren. Und wenn so viele dann da wären, behalten die jetzt die ganzen? Weil ich glaube, wer jetzt bis jetzt nicht behalten wurde, also von der, wer über der Melee-Version nicht behalten wurde, war Roy, war Mewtwo, Pichu, wer denn Dr. Mario und junger Link. Das wären, glaube ich, die einzigen, die da nicht dabei gewesen wären, also mitgewesen sind. Oh Gott, den will ich jetzt nochmal kaputt. Dass sie sich immer aufladen, das finde ich scheiße. Ich will das nochmal kaputt haben, warum die. Hab ich ja gar nicht. Achso, ich kann das noch kaputt machen. Ich dachte schon, es wären so harte Dinger. Ja, was ist. Ist egal. Gut, okay. Pokémon haben wir schon. Jetzt. Über Pokémon haben wir jetzt schon geredet. Gut, als nächstes wäre der Mario. Also die ganzen Pilzkönigreich-Charaktere. Luigi, natürlich. Wenn er schon bei der N64-Version dabei wäre. Ich glaube, bei der N64-Version haben sie sich auf das auf die wichtigsten beschränkt. Und die wichtigsten waren damit ja auch Mario, Luigi, Donkey Kong, Yoshi. Peach war noch nicht so wichtig, hätte ich auch verstanden. Ich war auch überrascht, als sie in der GameCube-Version dabei war. Warte, wen gibt's da noch? Yoshi, habe ich schon gesagt, ne? Das ist immer so schwer, so zu urteilen. Wir konnten vielleicht noch so als. Vielleicht diese ganzen. Vielleicht kommt ja sogar ein Item als Gegner. War echt jetzt, ne? Die Wii Fit U-Frau. Die Wii Fit Frau, die ist ja Witz. Die ist so echt ein Witz. Oh, ich werde angegriffen, verdammt. Ja, also das finde ich jetzt echt lächerlich. Ich glaube, die wird auch nicht. Viele werden die auch, glaube ich, nehmen. Nur um zu gucken, mehr nee, auch nicht, glaube ich. Gut, wer ist das denn? Ach, vielleicht noch Captain Falcon, natürlich, der wird kommen, ne? Ich glaube auf jeden Fall, wenn er schon bei N64 dabei war, dann hier auch. Gut, es ist hier dunkel, es scheint hier dunkel. Ob Meta Knight wieder dabei ist? Kirby auf jeden Fall, Meta Knight, DDD. Mega Man, auf jeden Fall, genau, die neuen, über die neuen muss ich ja noch reden. Die neuen sind bis jetzt, also klar ist jetzt, wer neu ist, und zwar, oh verdammt. Mega Man. Ich frage mich, wie das aussehen wird. Die haben ja mit diesen neuen, bei Mega Man haben die mir diesen Formen geprahlt. Verwandelt er sich oder hat er einfach in der Normalform diese Fähigkeiten? Wie zum Beispiel die, der Blattmann. Hat er in der normalen Form die Fähigkeiten oder verwandelt er sich und dann, und was hat er dann in der Smash-Attacke? Ich meinte halt diese Super-Smash-Attacke. Hat er dann, alles vereint? Wie bei dem Pokémon-Trainer oder? Das würde mich sehr interessieren. Oh, verdammt, 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 das ist so crazy. Gut, ist viel kaputt. Wow, 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 den mag ich gar nicht. Oh, da hat mich einfach gekontert, du. Oh Gott, ich hasse diesen Schlawinkel, du. Ach, da kann ja noch schießen. Okay, jetzt bin ich, oh, ich bin noch nicht mal tot. Gott, ey. Ah, jetzt. Nein, das hätte ich doch gebraucht. Okay, Metal Gear Solid kann man schon mal ausschließen, glaube ich. Den Snake. Aber wenn, ist auch Glück. Weil, ich meinte, Nintendo hatte dieses Jahr oder diese Saison halt. In den Jahren, ach, gar nichts mit den Metal Gear Solid rein zu tun. Ja, vielleicht der auf der 3DS, genau. Oder gab es den neuen Teil, Revenge, überhaupt? Da war ja auch nicht mal Snake dabei. Oh, verdammt, der hat mich weggehauen. Jetzt können wir auch den Snakey spielen. Den Snakey.
Nicky. Ich fand die alte Version von dem voll geil. Also der... oder... Oh Gott, ey. Menschen, Kinder, jo. Ach du Kacke. Oh Gott, ich will hier nochmal durch. Kann hier nochmal tot sein, ne? Weg da. Oh Gott, ich wäre fast gestorben. Gut, was stellt sich da noch? Die Frage Earthbound haben wir geredet vielleicht. Haben wir Glück, Lukas und... Ja. Wer noch dann? Da kommen ja auch diese Baby-Marios und so. Mhm. Knopf. Ach, die werden automatisch aktiviert. Gut. Ja, der Villager ist ja der Neue. Auch dabei. Und die Refit You-Frau. Das ist so nie. Ah, vielleicht bekomme ich ja für den, wenn ich ihn besiege. Mhm, mhm. Ach, aber ein Pilz. Ach doch, 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 doch. Also okay. Da komme ich aber wegballern, du. Vielleicht kommt ja noch ein Mario. Metall Mario. Oder noch eine Mario-Form. Aber vielleicht, wer der geilste wäre. Der wäre einer von Link. Ah genau, man müsste ja auch über die neuen Teile reden, die rauskamen. Vielleicht kommt hier noch einer der Mario in der Mario Galaxy Form vor. Das könnte sein. Ich muss den auch besiegen. Ich muss sie alle besiegen, wusste ich gar nicht. Gut, wen dann noch? Ist hier noch einer? Hallo. Ja, diesen Typ, diesen Ballon-Typi. Was coole, wenn mal Nintendo vielleicht jede einzelne Pokémon-Form anbieten könnte oder wenigstens die in der Kanto- oder Johto-Liga. Aber damit es nicht so viel Arbeit wäre, könnten wir es so machen, man hat ein Pokémon zur Auswahl. Zum Beispiel das Pokédex hat man. Man wählt eins aus, aber man hat ihn kurz als Angriff. Oder die haben alle die gleichen Attacken. Wasser hat Wasserattacken, Feuer hat Feuerattacken und so weiter. Oh. Puh. Man hat Snack einen geilen Arsch. Ich glaube, ich würde den SS Super Smash Bros. Talk im nächsten Part fortführen. Jetzt müsste ich mich etwas auf das Kämpfen reduzieren oder konzentrieren. Mal gucken, ob's... Oh, verdammt, falsche Richtung. Falsche Richtung, ey. Nein. Ich bin auch zum Glück... Ich habe etwas Farbe im Gesicht, ne? Nicht so wie ihr. Euch ist, glaube ich, die Tinte abgelaufen, ey. Ich bin jetzt nicht so ein guter Kämpfer mit dem... jetzt. Haha! Also ich finde, die besten Attacken sind halt deine Smash-Attacken, wenn man die auch trifft. Oh Gott. Okay, wenn man, mein Tipp ist, wenn man daneben schießt, die Rakete dann sofort auf den Boden, denn man hat dann jede einzelne Angriffsfläche frei für den Gegner. Also, dass er dich schlagen kann. Ich finde, da hätte man schon dem Snake seine Stimme geben müssen, denn selbst Snake, der auch geredet hat, seine Stimme wegzunehmen, naja. Gut, im nächsten Part geht es auch weiter. Wir haben momentan 50%, also die Hälfte, im 12. Part. Hm, dann brauchen wir wohl 24... Okay, ja, also dann bis zum nächsten Part. Tschüss, tschüss.